Namaste, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Yin-Yoga-Tutorial hier bei Lovey Sound & Yoga. Ich bin Laura und heute haben wir Unterstützung von Jasmin. Und wir schauen uns die Yin-Yoga-Position schlafenden Schwan an. Vielleicht kennst du die eher als Taube, aber im Yin-Yoga haben wir andere Ausdrücke und wir nennen die Taube schlafenden Schwan. Ich zeige dir drei verschiedene Varianten, wie wir in die Übung kommen und dann schauen wir uns auch die Effekte des schlafenden Schwans an. Meine Lieblingsvariante, wie wir in die Übung kommen, ist aus dem Vierfüßlerstand. Das heißt, wir kommen auf unsere Hände und auf unsere Knie und dann von hier können wir das Knie, was wir nach vorne ziehen wollen, ich nehme jetzt hier mein rechtes Knie, einfach zwischen unsere Hände ziehen. Das heißt, ich sage an, das rechte Knie zwischen deine Hände zu ziehen. Der rechte Fuß kommt dabei etwas nach links, sodass wir gleich Platz haben, uns abzusetzen. Und das Knie ist hier im ganz spitzen Winkel. Das heißt, wir müssen nicht unser Bein hier im 90-Grad-Winkel haben, sondern wir haben das Knie spitz nach vorne. Und dann von hier können wir das linke Bein, das hintere Bein, weiter nach hinten schieben. Und so kommen wir hier dann mehr in diese Hüftdehnung. Was wir wahrscheinlich alle kennen, haben wir als Unterstützung hier auf der rechten Seite entweder einen Block oder eine gerollte Decke. Das ist sehr, sehr angenehm, wenn wir sozusagen viel Abstand hier im Po und Matte haben. Es ist sehr, sehr angenehm und ja, gut. Es ist sehr hilfreich, diese Unterstützung hier zu haben. So können wir die Hüfte hier ablegen. Oder wir können auch irgendwas hier vor uns haben, denn hier haben wir jetzt die Variante, natürlich auf unseren Händen zu bleiben oder auf unsere Unterarme zu kommen oder wie gesagt hier unsere Unterstützung für unsere Unterarme zu nutzen oder auch natürlich ganz nach unten uns abzulegen. Und hier kannst du ruhig etwas mit deinem Körper variieren. Du kannst so ein bisschen nach rechts oder nach links kommen. Denn für mich zum Beispiel, wenn ich hier bin, habe ich nicht so viel Empfindung in der Außenseite der Hüfte. Wenn ich mich aber etwas nach links bewege, bekomme ich mehr diese Dehnung in der rechten Hüfte hier. Okay, wie komme ich raus? Auch wieder langsam, erst auf die Unterarme, auf die Hände. Und dann können wir von hier wieder zurück in den Vierfüßlerstand kommen, wo wir hergekommen sind. Eine andere Variante, in die Übung zu gehen, die wir wahrscheinlich alle kennen oder oft kennen, aber eher aus dem Hatha, ist aus dem herabschauenden Hund. Da können wir hier in den herabschauenden Hund kommen. Und ich mache es jetzt einmal mit links. Wir ziehen jetzt unser linkes Knie, dafür müssen wir mit den Schultern über die Handflächen kommen. Und dann ziehen wir unser linkes Knie auch wieder im spitzen Winkel nach vorne. Der Fuß geht wieder auf die andere Seite und ihr seht schon, hier ist ein bisschen mehr Kraft, brauchen wir. Und dann können wir auch hier wieder das rechte Bein, das lange Bein, nach hinten ziehen. Fuß kommt immer zum Boden. Und dann hier würden wir jetzt die Unterlage unter der linken Hüfte haben. Und dann wieder die gleichen Varianten, entweder nach unten oder hoch bleiben, den Oberkörper etwas verändern und dann hier bleiben. Und wenn wir dann rauskommen, können wir wieder auf die Hände kommen, können den hinteren Fuß aufstellen, das Knie hochnehmen und dann genauso wieder in den herabschauenden Hund kommen. Ich muss sagen, dass der herabschauende Hund eine wunderbare Gegenposition für unseren schlafenden Schwan ist. Also es ist super angenehm, den Hund vielleicht für ein, zwei Atemzüge ganz sanft zu praktizieren, weil wir die Vorder- und Innenseite unserer Beine in dem Sinne im schlafenden Schwan dehnen und dann die Gegenseite unserer Beine dehnen im herabschauenden Hund. Eine andere Variante ist aus dem Sitzen. In dem Sinne, wenn ich hier sitze, im kreuzbeinigen Sitz, kann ich mein rechtes Bein einfach nach hinten schwingen. Und zack, bin ich im Schwan.
Linkes Knie hat einen schönen spitzen Winkel und die Varianten kennen wir jetzt, die wir nach unten praktizieren. Okay, wenn ich es jetzt von vorne nochmal zeige, ich zeige es jetzt mit der anderen Seite. Linkes Bein muss dann vorne sein, rechtes Bein bleibt spitz und ich ziehe mein linkes Bein nach hinten und dann komme ich einfach hier so ein bisschen auf die Hüfte und dann bin ich im schlafenden Schwan. Wie gesagt, gerne nach unten. Und genau, die Hauptregion, die im schlafenden Schwan angesprochen werden, ist eigentlich die Außenseite der Hüfte. Das heißt, wenn wir jetzt hier praktizieren, haben wir vor allen Dingen die Dehnung hier in der Außenseite der Hüfte. Aber auch viele haben die Innenseite hier noch, die wir spüren. Und vor allen Dingen auch die Vorderseite des langen Beins. Ich zeige auch nochmal auf der anderen Seite, haben wir hier die Vorderseite des linken Oberschenkels, des Beins, was lang ist, was gedehnt wird. Haben wir hier die Meridiane von Magen und Milz vor allen Dingen, die uns mit der Erde verbinden. Gut, ich glaube, damit haben wir schon ganz, ganz viele Details und Qualitäten dieser Yin-Yoga-Position besprochen. Und ich hoffe, dass du diese Yin-Yoga-Position genießen kannst und sie weiterhin sehr, sehr gerne praktizierst. Schau gerne auf unserer Website für mehr Informationen zur Yin-Yoga-Position, zur Yin-Yoga-Praxis. Vielleicht möchtest du sogar Yin-Yoga lernen, dann bieten wir in live in Spanien Ausbildung an und online Basisausbildung, die du ganz in deinem eigenen Tempo absolvieren kannst. Ich freue mich, dich wiederzusehen und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Namaste.